Wir sehen uns heute mal die Webseite Lebensmittelwarnung an. Das ist eine Webseite, die kannte ich bisher noch gar nicht. Ich habe meine Lebensmittelwarnungen, die ich natürlich auch zur Kenntnis nehme, meistens von Google News. Und die diese Artikel kreieren, die bedienen sich wahrscheinlich auch als Quelle dieser Webseite hier, lebensmittelwarnung.de. Das ist eine Webseite von dem Bund bzw. von den Bundesländern. Ich lese das einfach mal vor. Auf lebensmittelwarnung.de publizieren die Bundesländer oder das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL, öffentliche Meldungen und Informationen im Sinne des Lebensmittelbedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch. Alle Angaben entsprechen jeweils dem aktuellen Kenntnisstand. Weitere Informationen über unser Portal finden Sie im Bereich über uns. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Warum sehen wir uns diese Webseite an? Weil es genau diese Webseite seit neuestem auch in App-Form gibt. Und darüber wollte ich euch kurz informieren. Und die Apps funktionieren genauso wie die Webseite. Wir klicken uns da mal kurz durch, bevor wir uns dem Herzstück des Ganzen zuwenden, nämlich den Meldungen hier. Wir finden den Bereich Themen. Hier ist einfach nur ein paar Informationen sind hier zu finden, sind hier abgelegt über das Portal. Dann gibt es ein Glossar. Hier könnt ihr verschiedene Buchstaben anklicken und erhaltet Informationen zu verschiedenen Zusatzstoffen und ähnlichem. Im Glossar werden Fachbegriffe und Fremdwörter erklärt. Dann gibt es die oft gefragten Fragen. Wer muss die Öffentlichkeit über gesundheitsgefährdende Produkte informieren? Grundsätzlich liegt diese Verpflichtung bei den verantwortlichen Unternehmen. Diese veröffentlichen ihre Rückrufe in der Regel im Internet, stellen Aushänge für den Einzelhandel zur Verfügung und geben Presseinformationen heraus. Ja, hier wird alles genau erklärt, wie das funktioniert. Könnt ihr euch selber bei Bedarf durchlesen. Und wie gesagt, das Herzstück des Ganzen, das sind die Meldungen. Und hier finden wir die letzten 226 Meldungen in chronologischer Reihenfolge sortiert. Die neuesten werden oben angezeigt. Und zwar sehen wir hier, dass ein Mozzarella zurückgerufen wurde wegen Fremdkörpern. Und wir sehen dann auch genau, wer der Hersteller ist, wie das Haltbarkeitsdatum der betreffenden Charge ist und dann sehen wir, was der Grund für die Meldung ist. Fremdkörper sollen sich in dem Produkt befinden. Wo war das Produkt auf dem Markt? Es wurde über Norma vertrieben. Was kann ich tun, wenn ich das Produkt zu Hause habe? Ja, man kann es zurückgeben, in der Regel sogar ohne Kassenbon und man bekommt den Kaufpreis selbstverständlich erstattet. Das Ganze gilt, glaube ich, überwiegend für Bayern. Datum der Erstveröffentlichung, letzte Aktualisierung. Das war jetzt ein Beispiel für diesen Mozzarella hier. Genauso wurde Graved Lachs zurückgerufen, Saiblingfilet, Froschschenkel. Ich weiß nicht genau, wer die verkauft und wo man die kaufen kann. Ich habe noch nie in meinem Leben Froschschenkel gegessen. Ich habe auch keinen Bedarf. Das mit dem Eis hier war in aller Munde, dass das zurückgerufen wurde. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Und so können wir uns hier durch alle 200 Meldungen nach unten scrollen, wenn wir das möchten. Wir können uns verschiedene Produkttypen anzeigen lassen, zum Beispiel auch kosmetische Mittel. Dann werden uns nur kosmetische Mittel angezeigt, denn auch die werden teilweise zurückgerufen. Dann können wir uns nur die Lebensmittel anzeigen lassen. Bedarfsgegenstände. Ihr seht, es gibt also auch Bedarfsgegenstände, die zurückgerufen werden aus irgendwelchen Gründen. Baby- und Kinderprodukte, Mittel zum Tätowieren etc. pp. Wir können uns das Ganze hier also auch filtern lassen. Wir können uns das Ganze nach Gründen filtern lassen. Nach Bundesländern können wir uns das Ganze filtern lassen, sowie auch nach dem Zeitraum. Also das ist eine sehr hilfreiche Webseite, www.lebensmittelwarnung.de. Und Grund dafür, warum ich dieses Video mache, ist, dass das Ganze eben aktuell auch als App verfügbar ist. Und zwar für iOS-Geräte vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Designed for iPad, das gibt es aber auch für das iPhone und das Ganze gibt es auch für Android, ebenfalls vom Bundesamt für Verbraucherschutz. Ladet euch die Apps runter, sie kosten nichts, sie tracken euch nicht, das ist mal ungewohnt, behaltet das im Blick.
Wenn ihr auf eure Gesundheit Wert legt, war das früher eigentlich auch so schlimm mit den vielen Rückrufen? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass das so präsent war. Vielleicht bin ich auch aufmerksamer geworden, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es das für dieses Video. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Thema. Die Apps verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und dann dürft ihr mir natürlich gerne auch Abo und oder Like hinterlassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.